Frau Pinter Punkte liegen gelassen heute. Wie hat sich das angefühlt? Ja, natürlich bitter. Also wir waren 1-0 vorne bis zur, ich glaube, 88. 89. Dann spielen wir 1-1. Aber ich muss sagen, wir haben es uns halt nicht verdient gehabt, mit 3 Punkten vom Platz zu gehen. Und deswegen geht das schon in Ordnung, auch wenn es wehtut. War da der Gedanke vielleicht schon am Mittwoch bei Basel? Englische Woche, die erste, dann kommt Champions League. Habt ihr vielleicht einen Gang zu früh zurückgeschaltet? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man hat bei unserer Aufstellung gesehen, dass wir alle spielen wollen und dass wir alle bereit waren und wir nehmen jedes Spiel ernst, egal ob englische Woche oder nicht. Und ja, es war heute einfach nicht unser Tag und deswegen hat St. Gallen verdient einen Punkt geholt. Das ist jetzt aber ein schlechter Start nach dieser Nazi-Pause, weil Sie haben ja jetzt englische Woche, englische Woche, englische Woche. Wie schauen Sie da auf die nächsten paar Wochen hin mit Ajax, mit Basel? Ja, so wie auf jedes andere Spiel. Wir kommen von der nationalen Mannschaft zurück. Ja, ist das erste Spiel immer schwierig. 1-1, aber gut, am Mittwoch geht's weiter und dann Champions League auch. Nationalmannschaft für Sie sicherlich auch ein Highlight, von Beginn weg spielen dürfen. Das Resultat war dann vielleicht nicht ganz das, was Sie wollten. Wie fühlt sich das an, auch in Österreich immer mehr Platz zu haben? Ja, auf jeden Fall gut. Also ich bin in Wien aufgewachsen, es war direkt vor der Haustür und es war cool, so viele Menschen ins Stadion zu holen, endlich mal. Ja, leider verloren, aber so kann es weitergehen. Wenn wir uns nochmals der Champions League wenden, Ajax Amsterdam, 2 wichtige Spiele. Wie wichtig sind sie auch für Sie persönlich? Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Man hat letztes Jahr gesehen, wie cool es ist, Champions League Gruppenphase zu spielen, gegen welche Gegner. Und ich will das auf jeden Fall wieder erreichen, um auf so einer größeren Bühne fürs Fußball zu spielen. Denken Sie, der FC Zürich hat da reelle Chancen? Ich denke schon. Also, wenn wir alles geben, dann natürlich. Frau Gauss, schwieriger Match. Am Schluss aber der Punkt mit Heikno. Wie haben Sie das gesehen? Ich finde, voll verdient. Wir haben vor allem die erste Halbzeit, die war noch ein bisschen besser als die zweite Halbzeit. War gut in den 2 Kämpfen. Und ich fand, dass das 1-1 auf jeden Fall verdient war. Wir waren richtig gut im Spiel. Hat ja so gesehen, warum fällt es nicht cleaner? Sorry, Bino. Warum fällt es nicht cleaner früher im Spiel? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Spielglück. Wir haben schon auch Chancen gehabt, das war immer wieder auch knapp. Aber vielleicht muss man da noch ein bisschen mehr Druck aufbauen vor dem Tor. Es war gerade nur der Abschluss, war manchmal nur das Problem. Aber am Ende hat es ja dann doch noch geklappt. Aber Sieg wäre vielleicht auch noch möglich gewesen. Sind Sie überrascht gewesen, wie einfach es euch zeitweise gefallen ist gegen Zürich? Überrascht würde ich jetzt sagen. Also wir haben uns darauf eingestellt, wir haben vor dem Spiel auch schon gesagt, wir haben ein gutes Gefühl heute, wir nehmen es so an, wie es kommt und wir haben uns richtig reingelegt und darum, also überrascht waren wir nicht. Der Punkt ist jetzt viel wert für euch, es kommt eine schwierige Woche, Mitte Woche nochmal ein Match gegen GC, nicht viel einfacher, dann nochmal wieder am Wochenende. Wie schaut ihr jetzt auf die englische Woche? Ja, eigentlich genauso wie aufs Spiel heute. Wir legen alles rein, versuchen alles, dass man so viele Punkte wie möglich jetzt in den 3 Spielen mitnimmt. Letzte Saison war schon für euch speziell. Ihr habt ein Finale gehabt, Cup-Final. Ihr konntet in den Playoffs bis auf ein paar Sekunden an Final glauben. Wie kann man das toppen diese Saison? Vielleicht Cup. Cup-Sieger? Ja. Oder halt auch in den Playoffs dann noch ins Finale kommen. Sie glauben, das ist möglich, nochmal einen draufzulegen? Klar. Ja, doch. Also, so wie wir gerade drauf sind. Wenn man so weitermacht und dann nochmal vor dem Tor ein bisschen konsequenter sind, dann ist schon noch viel möglich diese Saison, glaube ich. Frau Dünker, das erste Mal Punkte liegen gelassen. Das Gefühl kennen Sie schon lange nicht mehr. Wie war dieses Spiel für Sie? Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. St. Gallen ist ein sehr unangenehmer Gegner. Das hatte ich der Mannschaft auch gesagt, dass man einen riesen Respekt ihnen gegenüber zollen muss. Sie haben auch gegen andere Mannschaften schon Punkte geholt, wo vielleicht keiner mit gerechnet hat. Dann ist es auch immer schwierig, nach einer Länderspielpause tatsächlich in so ein Spiel reinzukommen. Und ich glaube, das hat man heute auch gemerkt, dass wir nicht zu 100% fit waren. Ja, aber zu Recht auch die Punkte mit St. Gallen dann geteilt. Es gibt ja 2 Faktoren, die man da schauen kann. Erstens, Zürich kann sich das Leben einfacher machen, aber man hätte sich auch das Leben nicht so schwer machen können mit dem Tor in der letzten Minute. Warum das eine nicht und warum das andere dann doch?
Ja, wir müssen ganz klar entschlossener vor dem Tor werden. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns keine Chancen rausgespielt. Die Chancen waren da, nur wir sind wahrscheinlich immer zu gutmütig und wollen dann immer noch einen Pass spielen und noch einen Pass spielen und suchen den Torabschluss nicht. Da müssen wir ganz klar dran arbeiten, weil ansonsten reicht es auch vielleicht irgendwann mal nicht für ein Unentschieden. Dann geht man auch mal ohne Punkte nach Hause. Ja, und dass man es dann, es lag in der Luft. St. Gallen hat sich das verdient. Die haben wirklich bis zum Schluss gearbeitet und deswegen auch ja, ein ganz klarer Glückwunsch für den Punkt an St. Gallen. Die zwei Stürmerinnen in der Pause rausgenommen, war da vielleicht schon ein Gedanke bei Basel am Mittwoch? Natürlich habe ich im Kopf, dass wir in den nächsten 21 Tagen 7 Spiele haben und wir müssen schauen, dass wir alle bei Kräfte haben. Basel ist auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wo wir uns natürlich von unserer besten Seite zeigen möchten und ja, das hat auch eine Rolle heute gespielt. Ajax ist dann die wahrscheinlich größere Adresse und da, wo halt zwangsweise die Gedanken hin müssen. Was glauben Sie, liegt im Hinspiel schon mal drin in Zürich? Ja, erstmal ist es super schön, dass wir im Letzi spielen können. Die Kulisse wird hoffentlich super sein. Ajax, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich glaube, die Tagesform wird da entscheidend sein. Wir werden uns entsprechend darauf vorbereiten. Wir wissen, dass Ajax eine Spielpause einlegt. Also sie haben keine englische Woche. Da werden die Spieltage verschoben. Das heißt, sie können sich komplett auf die Champions League konzentrieren. Vielleicht kommt es uns aber auch zugute, einfach im Flow zu sein, viel Spielpraxis zu haben. Und ja, dann freuen wir uns auf ein gutes Spiel. Das heißt, Champions League, Sie wissen, was da ansteht. Ajax wird wahrscheinlich schwierig. Hinspiel, haben Sie gesagt. Rückspiel in Amsterdam sollte noch mal ein bisschen schwieriger werden. Welches Resultat müsste man schon im Hinspiel mitnehmen, damit es besser aussieht? Ja, also generell, glaube ich, ist ein Sieg wichtig. Und dann mit einer Tordifferenz von zwei Toren, das wäre schon gut, aber egal, welche Ausgangslage man eigentlich hat, ja, um in die Gruppenphase zu kommen, muss man beide Spiele gewinnen. Ja, und da hoffen wir einfach auf ein bisschen mehr Entschlossenheit vor dem Tor. Und dazwischen Liga und Cup noch alles, ein bisschen viel im Moment für Ihr Team. Wie verwalten Sie auch die jungen Spielerinnen, so dass es für Sie Sinn macht, dass Sie im Dezember nicht alle todmüde abgeben müssen, wenn dann noch die Champions-League-Gruppenphase kommt? Ja, wir versuchen natürlich schon, irgendwie die Balance zu halten. Hat man heute vielleicht bei der Aufstellung auch gesehen. Eine Leila Ekli als sehr, sehr junge Spielerin, die sonst immer in der Startelf ist, hat man dann heute mal eine kleine Pause gegönnt, ist erst zur zweiten Halbzeit reingekommen. Ich finde, man muss schauen, dass man wirklich vielleicht die Saison nicht vernachlässigt, aber das, was man momentan ja so ein bisschen in den Rückhalt bringen kann, ist die Saison, weil am Ende wird abgerechnet, es gibt die Playoffs. Natürlich ist es uns wichtig, immer mit einem guten Resultat nach Hause zu fahren und auch jedes Spiel zu gewinnen. Aber viel wichtiger ist, dass alle gesund bleiben, fit sind und ja dann auch im Dezember nicht komplett kaputt in die Weihnachtsferien geschickt werden. Frau Wunderlin, Schluss, der Punkt mit Last-Minute-Goal. Verdient, oder? Ja, sehe ich auch so. Über 90 Minuten sehe ich auch, dass der Punkt sicher verdient ist heute. Unglaublich beherzter Auftritt, mit jederzeit guter Einstellung, der gute Präsenz von uns. Und darum ja, bin ich mega froh, haben wir uns, haben sie sich können auf dem Feld belohnen. Und trotzdem hat es ein bisschen gewirkt, dass hätte auch noch kleiner kommen. Warum ist es so lang gegangen, bis die Belohnung endlich eintrifft? Ja, wahrscheinlich hätte es müssen können sollen in der ersten Halbzeit sicher schon auf unsere Seite, eher auf unsere Seite fallen. Haben uns dort nicht belohnen und umso mehr freut es mich, dass wir es nachher in der schwierigen Phase, die wir hatten, dort haben wir noch das Goal reingebracht und das ist am Schluss das Schöne, wenn es unter dem Strich nachher mit dem 1-1, ja, beide können zufrieden heimgehen, wenn du willst. Sind Sie ein bisschen überrascht gewesen, dass Zürich Ihnen das Leben nicht so schwer gemacht hat? Nein. Weil ich gewusst habe, was wir heute, oder weil wir wissen, was wir im Stand sind zum Leisten. Klar, du weißt jederzeit gegen Zürich, dass es eine schwierige Phase geben kann. Und sie haben uns heute keine ganz schwierige Phase zukommen lassen. Nur so in der zweiten Halbzeit mal 20, 30 Minuten, wo wir nicht mehr gleich präsent haben können sein, weil sie ein bisschen schneller oder besser auch können laufen lassen, uns ein bisschen mehr haben können drücken auf eine Seite. Aber sonst hat es mich insofern nicht überrascht.
als dass wir gewusst haben, dass wir gute Lösungen haben für den heutigen Tag. Zu diesen Lösungen zählt der Goalie-Wechsel und davor eine frühe Auswechslung von der Eva Bachmann. Was sind die Überlegungen zwischen diesen zwei Aktionen? Bei den Goalies ist es so, dass wir den Luxus haben, dass wir zwei richtig gute Goalies haben und beide haben sie im Moment verdient, um zur Spielzeit zu kommen. Schwierige Entscheidung. Und jedes Wochenende wird neu geschaut, wird neu entschieden. Entsprechend dort können sich beide hoffentlich gut präsentieren in den nächsten Wochen. Das wünschen wir uns mega für sie und haben sie, wie gesagt, auch verdient. In der Offensive, unser Spiel braucht sehr viel Energie in der Offensive. Und es ist top zu sehen, dass wir im Training 7-8 Spielerinnen haben, die können richtig Goal gehen. Und Geraldine hat es heute verdient gehabt, um in der Halbzeit reinzukommen. Die Entscheidung ist heute auf die Eva gefallen. Es gibt verschiedene Optionen dort, um den Wechsel zu machen. Jetzt steht zuerst mal eine englische Woche an. Ein Gegner, geht's hier, nicht gerade einfach. Zweimal in Zürich, könnt ihr auch gerade hier übernachten. Ich kann mir schon fast meinen, wie geht man die englische Woche an? Als erste und eine der wenigen dieses Jahr. Ja, es ist mit Zürich GC Serbe die knackige Woche. Unser Mindset ist wie jede Woche sonst auch, dass wir sagen, das, was wir machen, probieren wir mit maximalem Fokus und Vollgas zu machen. Aber natürlich ist das Trainingsvolumen in dieser Woche tiefer. Es haben gerade jetzt nach dem Spiel haben Spielerinnen alle, die nicht viel Spielzeit hatten oder alle, die Halbzeit oder weniger gespielt haben, haben sofort auch noch eine Trainingseinheit gehabt oder sind zum Teil auch noch dran. Sodass wir nachher zwei Tage das Volumen wirklich rausnehmen können. Sie haben individuell im Kraftbereich ein bisschen etwas zu tun. Aber ansonsten gilt es Dienstag Abschlusstraining und auf GC ready sein. Und jetzt durch die Konstellation, durch diesen Punkt, dort, wo das GC relativ klar verloren hat in Genf, was Sie wahrscheinlich noch nicht wissen, haben Sie plötzlich einen anderen Ausgangslage. Weil wenn ihr jetzt im Niederhasli nächste Woche nachdoppelt, könnt ihr auch sehr recht unter Druck setzen. Und es ist für euch eine gute Woche, oder? Meinst du wegen den Punkten? Ja. Am Schluss? Du kennst meine Haltung wegen dem Resultat. Natürlich. Also jeder Punkt gibt dir ja einen gewissen Aufschwung. Aber niemand in der Mannschaft hat vor dem Match gezweifelt, dass das möglich ist für uns. Jetzt ist es wie einfach noch bewiesen worden. Und natürlich kann dir das helfen für ein gewisses Selbstverständnis. Jetzt aber schon für bis nach dem Servette-Match zu schauen, wäre wirklich ein bisschen zu weit rausgeschaut. Schauen wir, dass am Dienstag für uns möglichst alle wieder so ready sind, dass wir am Mittwoch all in gehen können. Und hoffentlich einen guten Match zeigen. Ich gehe gleich noch auf das mit dem Resultat und ihrer Philosophie. Weil ich habe vorhin mit der Franzi ausgeredet und sie hat gesagt, ja, man kann die letzte Saison noch toppen mit dem Cup-Finale und mit dem Playoff-Halbfinale. Und das wäre Final-Final-Sieg, oder? Wir machen all das, weil wir möchten gewinnen. Also das steht außer Frage. Wir machen all das, weil wir gerne das Spiel haben und weil wir möchten gewinnen. Die Frage ist, auf was fokussieren wir uns? Und wenn wir jetzt würden, von was ist, wenn wir gegen Servette, was ist gegen GC, dann glaube ich, liegt der Fokus nicht mehr bei dem, was man kontrollieren kann. Und wir haben bis jetzt super gut daran zu tun, bei dem zu bleiben, was wir kontrollieren können. Und dann schauen wir, wohin und wie das uns herführt. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche und wir werden sie noch begleiten. Merci vielmals. Danke vielmals.